schätze es sehr, nach 4 Jahren wieder hier zu sein. InnoTrans ist immer ein wichtiger Event in der ganzen Branche. Wir als Service können uns auch hier gut präsentieren, zusammen mit den Neufahrzeugen. Und das ist mir wichtig, dass wir hier halt in Kontakt kommen mit diesen Kunden und unsere Lösungen auch präsentieren können. Ein persönliches Highlight ist, dass wir gestern die Planfeststellung erhalten haben für unser neues Depot in Rendsburg. Da werden wir die Instandhaltung machen der Akkufahrzeuge. Und ich glaube, das macht nochmal einen richtigen Unterschied an Schleswig-Holstein. Und jetzt gilt es, dieses Depot zu errichten und dann auf Betriebsstart bereit zu sein, dass wir die Flotte optimal instand halten können. Natürlich auch mit Laden der Akkus. Dafür wird alles vorgesehen. Und da bereiten wir uns jetzt vor mit dem Team. Und ich freue mich dann, den Standort bald hoffentlich zu eröffnen.